Oi, das war noch die Kindertage der Rendergrafik. Ein museumsreifes Filmchen. Aber dieses Spiel ist ja auch nicht für sein Intro bekannt geworden. Sondern für das hier, Formel 1 Rennen. Passgenau heißt das Programm entsprechend auch Formula One Grand Prix und stammt von Microprose, der US-Firma, die in den späten 80ern und 90ern als die absolute Nummer 1 auf dem Gebiet der Simulationen galt. Formula One Grand Prix von 1992 beweist, warum. Man darf mit Fug und Recht sagen, dass Formula One Grand Prix der Vater aller modernen Rennsimulationen ist, der erste wahre Meilenstein des Genres. Und das hat gleich mehrere Gründe. Microproses Rennspiel ist das erste, das hohe Ansprüche an den Realismus stellt. Die Strecke hier werden Sie längst erkannt haben, der Hockenheimring, einer von 16 sauber nachgebauten Kursen. Die Handhabung der Rennboliden ist anspruchsvoll, am besten mit einem Lenkrad am PC. Und wer alle Lenkhilfen ausschaltet, der bekam vor 18 Jahren ein bis dato unerhört glaubwürdiges Gefühl für die Herausforderung, 750 PS unter Kontrolle zu halten. Zumal auf der Strecke gehörige Spannung herrscht, denn das Feld ist dynamisch. Die KI-Fahrer drängeln und preschen davon, machen aber auch Fehler und blockieren die Fahrbahn. Formula One Grand Prix simuliert dabei auch das FIA-Reglement samt Flaggen. Eine der wertvollsten Neuerungen, auch wenn es heute nach wenig aussieht, sind dabei die Echtzeitrückspiegel links und rechts, die zwar aus Leistungsgründen keine Umgebung zeigen, wohl aber die drängelnden Nachrücker. Das bereichert die Fahrtaktik, weil man Konkurrenten gezielt ausbremsen kann. Überhaupt die Vielfalt. Der Optionsreichtum von Formula One Grand Prix ist auch heute noch vorbildlich. Meisterschaften simuliert das Spiel penibel, vom Training über Qualifikation bis hin zu den Rennen. Und auch Tuning kennt der Microprose-Titel, wenn auch in überschaubarem Umfang. Dafür wirken sich die Änderungen auf der Strecke tatsächlich aus. Der Umfang ist für die damalige Zeit schlichtweg beeindruckend. Die zahlreichen und hübsch präsentierten Strecken gehören da noch eher zu den Selbstverständlichkeiten. Aber Formula One Grand Prix simuliert zum Beispiel auch Regenrennen. Wenn auch fast schon liebenswert krude, Regen gibt's keinen. Je nach Nähe zur Spritzfahne des vorhergehenden Autos wird einfach der Bildschirm grauer. Glitschig ist die Fahrbahn, aber trotzdem die Steuerung entsprechend diffiziler. Wenn's dann mal kracht, fliegen nicht nur die Fetzen, es gibt sogar eine Art rudimentäres Schadenssystem. Sie sehen, der Spoiler des Vordermanns ist eingedellt und das wirkt sich auch auf die Fahrweise aus. Und in der Box steht nicht nur das Team und bockt den Wagen auf, es wischt ihnen sogar noch die Scheibe. Bei aller Detailverliebtheit sieht die farbflächige Vektorgrafik arg altbacken aus, aber Sie dürfen nicht vergessen, erstens kommt das Spiel vom Amiga, zweitens wird texturierte Grafik erst ein Jahr später mit Doom populär. Und immerhin ist der Straßenbelag hier bereits texturiert, ein technisches Novum bei den Simulationen. So wird Formula One Grand Prix in jeder Hinsicht zu einem Meisterwerk, zum Auftakt für drei weitere Serienteile und zu einem Spiel, das man auch heute noch mit großem Spaß genießen kann.